und herzlich willkommen zurück zu einer neuen bombastischen Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen wunderbaren Stützpunkt hier errichtet. Und eigentlich hätten wir jetzt hauptquesttechnisch schon die Möglichkeit, mit der Tempest wieder hoch zu fliegen zu unserer Space Keine Station. Strahlungswerte registriert. Ja, das ist wirklich sehr schön. Ja, passt schon. Aber wir haben auf diesem Planeten ja noch einige Sachen zu machen. Guckt euch mal diesen Radius an, was alles noch zu erforschen gibt. Wir können doch nicht einfach nur los. Das geht doch nicht. Boah, wir werden bestimmt irgendwann noch mal sowieso her müssen, aber ich will trotzdem noch ein bisschen erforschen. Wir sind jetzt genau hier, ne, in diesem Bereich. Hier ist ein Fragezeichen. Hier ist auch was. Wird das schon angezeigt, was das ist, ne? Lebensfähigkeit ist bei 72%. Das ist schön. Was ist denn das hier? Ich kann das auswählen. Sehr geil, okay, dann gehen wir mal zum Fragezeichen. Wir müssen jetzt noch natürlich nicht alle Nebenquests und so weiter hier machen, die es hier gibt. Aber ein bisschen rumgucken können wir natürlich trotzdem. So, das haben wir markiert, glaube ich. Fallschaden sollte man keinen bekommen. Sehr geil. Das liebe ich an dem Spiel. Ich liebe Spiele, wo es keinen Fallschaden gibt, ne? Das ist mir so sympathisch. Weil die Leute, die zum Beispiel Elder Scrolls Online oder so verfolgen oder besser gesagt damals Uncharted verfolgt haben oder andere Spiele, zu 90% ich sterbe an Fallschaden. Wirklich. Fallschaden ist so kirre für mich. Wo ist denn der Punkt? Da ist der Punkt. Fallschaden ist so ein mega Problem für mich, ne? Ich kann mal die meisten Gegner von der Stärke her und von vom Verteidigungswert mega gut einschätzen, aber wenn es um, zum Fallschaden geht, ne? Ich bin da so ein Dulli. Komm ich denn da hoch rein, theoretisch? Ja! Sehr geil. Wo ist denn das Fragezeichen jetzt? Habe ich das nicht markiert? Da war doch hier irgendwo. What? Say what? Und was ist das hier gerade für ein Symbol? Ach, das ist das hier? Oh, das ist hier irgendwo drin. Kann ich irgendwo rein? Warte mal. Ich bin gerade leicht verwirrt. Komme ich in die Station irgendwie rein? Wahrscheinlich, oder? Hallo, Ryder. Ich frage mich, was sich unsere Wissenschaftler für EOS einfallen lassen werden. Irgendwas Spannendes bestimmt. Wir sind hier, um zu forschen und zu lernen. Das ist es, was uns ausmacht. Ich hoffe sehr, dass diesen Wissenschaftlern hier draußen nichts zustößt. Ach, die kriegen das schon hin. Ich glaube an die. Hi. Sie haben nicht zufällig eine Treibstoffzelle übrig, oder? Die Quartiermeisterin sagt zwar, wir hätten jede Menge davon, aber das muss sie vermutlich behaupten. Moment mal. Scheiße, Sie sind der Pathfinder. Tut mir leid. Niemand hat mir gesagt, dass wir VIP-Besuch kriegen. Einfach nur Ryder. Freut mich, Sie kennenzulernen. Gleichfalls. Ich bin Forks, der Chefingenieur von Prodromos. Lassen Sie es mich einfach wissen, falls Sie etwas brauchen. VIP-Besuch. Ernsthaft? Was denken Schön. Sie über Ihr neues Zuhause? Mein erster Eindruck? Wir haben Wasser, einen klaren Himmel, um Solarstrom zu gewinnen, Pflanzen, die wir anbauen können. Die Relikte sind natürlich ein Rätsel, aber Bradley sagt, Sie würden das schon klären. Keine Frage, vor uns liegt einiges an Arbeit. Aber ich denke, EOS wird wirklich etwas ganz Besonderes werden. Auf jeden Fall. Was sind Ihre Aufgaben hier? Mein Team bringt alles zum Laufen. Wasser, Energie, Kommunikation. Alles, was eine Zivilisation braucht. Naja, außer Gesetzen und einer Verfassung vielleicht. Aber es ist deutlich einfacher, sich um solche Dinge Gedanken zu machen, wenn man eine vernünftige Toilette hat. Das mag wohl wahr sein. Ja, Grundbedürfnisse. Was führt Sie nach Andromeda? Es gibt zu Hause eine Kolonie, von der Sie noch nie gehört haben. Viridis. Sie ist gescheitert. Und ich musste als Kind mit ansehen, wie alles auseinandergebrochen ist. Als ich dort wegging, habe ich Infrastrukturtechnik und Bauwesen studiert. Langweiliges Zeug. Außer man hat je irgendwo gelebt, wo niemand etwas davon versteht. Ich schätze, ich wollte es einfach besser machen als Viridis. Und die Initiative war dafür die beste Möglichkeit. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel, viel, viel Glück. Was halten Sie von der restlichen Belegschaft des Außenpostens? Sie meinen von Connor zum Beispiel? Sie ist ziemlich lustig, wenn man sie erstmal richtig kennt. Sie sollten allerdings nie mit ihr pokern. Glauben Sie mir. Ich will mit ihr pokern, auf jeden Fall. Wiedersehen, Fox. Der Name Fox kommt mir so fucking bekannt vor, ne? Gab's nicht irgendeinen Film? Hieß nicht bei Harry Potter der Phönix von Dumbledore Fox? Hieß der nicht Fox? Ich glaube schon. Aber wo ist jetzt dieses fucking Fragezeichen? Jetzt wird's auf einmal wieder. Jetzt wird's auf einmal wieder nicht angezeigt. Hä? Lass mich vielleicht verarschen. Jetzt wird das Fragezeichen angezeigt. Willst du mich verarschen? Wo ist das Fragezeichen? Ach, wir sind falsch. Da drüben erst.
Okay. Sag mir das gleich, dann hätte ich es gleich gewusst. So, Haus hier, aus der Tür. Fragezeichen? Das Fragezeichen schien weiter drüben zu sein. Ja, da. Ich will zum Fragezeichen, wir wissen, was das ist. Also wir werden auf jeden Fall nicht jede Quest hier machen und ihr seht schon, die meisten Nebenquests werden darauf hinauslaufen, dass wir irgendwo in irgendeiner Ruine oder in irgendwo auf dem Planeten irgendwas suchen und dem das bringen. Das finde ich ist nicht ganz so das Geilste, was man machen kann. Deswegen werden wir einfach nur die spannendsten Sachen von diesem Planeten hier aufgreifen. Wo ist denn jetzt das Fragezeichen schon wieder hin? Willst du mich verarschen? Das ist minimal ein bisschen fragwürdig, muss man schon sagen. Was besser sagt das Radar da oben? Ich einfach mal in die Richtung, wo das Fragezeichen vorher war. Mach das. Was? Ich darf nicht ins Wasser, ernsthaft? Okay, ja. Sag mir das vorher, dann hätte ich es vorher gewusst. Ich dachte, ich könnte jetzt baden gehen, obwohl das sieht nicht mal aus wie Wasser. Und wenn, dann sieht das aus wie sehr eisenverschmutztes Wasser. So, hier haben wir noch was. Das Rufzeichen da vorne. War das nicht vorher ein Fragezeichen? Egal, wir gehen da einfach mal hin. So. Vielleicht ist das der Connor. So, Tür öffnen. Hallo, ist da jemand? Ein Terminal. Bitte helfen Sie mir. Was? Was? Anders kann ich die Nachricht nicht übermitteln, bevor jemand getötet wird. Was? Meine Arbeitscrew redet dauerhaft von dieser Relikttechnologie. Sie glauben, dass die Initiative lügt. Wie gefährlich sie ist. Dass ein paar Elektroden an der richtigen Stelle reichen würden, damit die Relikte ihre Arbeit für sie machen. Sie haben es schon einmal versucht und ich habe auf der Krankenstation ausgeholfen, als diese Reliktbeobachter Barty verstümmelt haben. Aber Jennings sagt, wir könnten wie Könige leben. Okay, wenn wir eine Armee von Reliktbots hätten, die für uns arbeiten und kämpfen. Er nimmt diesmal die ganze Arbeitscrew mit, um ihnen zu helfen. Okay. Kann ich da runterscrollen? Ne, das ist alles. Ich muss mit ihnen gehen. Vielleicht kann ich Jennings die Suche ausreden. Aber wenn nicht, sollte jemand wissen, warum wir nicht zurückgekommen sind. Ach du Scheiße. Jemand hat eine Warnung hinterlassen. Anscheinend denken einige Arbeiter, sie könnten die Kontrolle über die Relikte übernehmen. Mhm. Das schreit geradezu nach Ärger. Die Dienstpläne der Arbeiter sind öffentlich einsehbar. In dem Datenpad wurde die Krankenstation erwähnt. Mit ein wenig Arbeit könnten wir rausfinden, wo sie sind. Alles klar. Ne, das ist nur das andere Terminal. Okay. Wir werden einfach mal alle Nebenquests einsammeln. Wenn wir was interessant finden, werden wir jetzt natürlich irgendwann wieder weitermachen. Aber ich will jetzt auf jeden Fall mal hier einen großen Überblick behalten, was hier gerade auf dem Planeten so vor sich geht. Ich meine, wir können ja immer wieder auf diesen Planeten zurückkommen. Deswegen heißt das nicht, dass wir jetzt alle Quests machen müssen. Von dem her sind wir da wirklich frei, was uns das Spielgeschehen hier angeht. Das ist unter uns, ne? Ja. So, Tür öffnen. Wir klappern einfach mal das komplette Lager ab, habe ich das Gefühl. So, hier mal das Forschungszentrum. Forschung entwickeln. Oh Mann. Baupläne, Waffen. Ach du Scheiße. Ich bin überfordert. Was ist das denn? Black Widow. Das ist ein Sniper, ja, das ist ein Präzisionsgewehr. Projekt Wähle. das sieht so geil aus, Mann. Die Black Widow sieht verdammt geil aus. Was braucht man denn dafür? Wie forscht man? Ohne Scheiß jetzt. Erforderliche Stufe 30. Wir kommen später wieder. Ja, da fuchse ich mir mal offscreen rein. Das brauche ich jetzt nicht in Aufnahme machen. So, wie sollen die drin noch was machen? Oder wie sieht nur das hier Forschungspunkt auf der Karte angezeigt? Das Blöde, dass hier nichts angezeigt wird, was ist. Ich bin ja gerade ein bisschen überfordert. Hier wäre noch eine Quest. Und hier wäre noch eine Nebenquest. Aha. Schockbehandlung ist das. Das kennen wir schon. Das ist auch Schock. Das ist auch Schockbehandlung. Ach so, das sind die zwei Punkte. Ach so, ja, ich verstehe. Was hat hier? Wird nicht angezeigt, alles klar. Erinnerungsaus. Da müssen wir hin. Erinnerungsauslöser, da müssen wir hin, auf jeden Fall. So, wohin das Teil? Das ist doch nicht da hinten, oder?
Taschen? Hier war doch der Erinnerungsauslöser. Das habe ich jetzt mit so einem Dings markiert. Das müsste doch jetzt angezeigt werden. Ist das hier, oder was? Okay, das sollte das hier sein. Okay. Ich bin schon still. Also das mit der Kartennavigation ist schon ein bisschen doof gelöst. Muss ich schon ganz ehrlich zugeben. Das mit der Kartenansicht hätten sie deutlich besser lösen können mit den Symbolen. Was jetzt was ist, was eine Quest ist, was nur ein Standort ist, was wir schon erledigt haben. Es werden auch die erledigten Quests angezeigt, habe ich gerade richtig gesehen. Ich bin überfordert, hallo. Ah, das ist der Erinnerungsauslöser. Ja, ich hab's gleich, ich muss näher ran. Noch ein Erinnerungsauslöser? Ja, aber meine Speichermatrix ist immer noch blockiert. Es sind weitere Auslöser erforderlich. Okay, es sind weitere Auslöser erforderlich. Alles klar, ich guck noch einmal auf die Karte, Leute. Und dann machen wir weiter. Warte kurz. Ist ja voll lustig, dass mit dem Radar oben andere Sachen angezeigt werden wie hier, ne? Logbuch, das ist die Karte, alles klar. Also ich komme schon zurecht mit der ganzen Thematik hier. Aber auf der Karte, guck mal, das war ja das Rufzeichen da vorne, ne? Was ihr im Radar oben seht. Das ist auf der Karte beispielsweise nicht vorhanden. Doch, das ist vorhanden. Okay, ich nehme es zurück. Mir egal. Ich fühle mich hier überfordert mit den ganzen Symbolen da oben. Hätten sie das nicht irgendwie anders lösen können? Nee, hab keinen Bock mehr, ich fahr jetzt. Das sage ich noch am Anfang der Folge. Nee, wir machen ein paar Nebenquests. Einfach weil wir es können, weil wir den Planeten weitermachen wollen. Aber nein, ich bin jetzt überfordert, ich geh jetzt. Wir können ja jederzeit wieder zurückkommen auf den Planeten. Das ist ja das Schöne an Open World. Wir können jederzeit hier zurückkommen und hier weitermachen bei den Nebenquests. Aber im Großen und Ganzen will ich natürlich die Hauptquest weiterbringen. Denn die ganzen Nebenquests müssen wir nicht unbedingt erledigen. Denn in diesem Spiel ist es leider Gottes wirklich so, dass die meisten, also nicht überlegen alle, es gibt schon ein paar gute Nebenquests, die wir natürlich dann am Ende machen werden. Aber es gibt schon sehr viele Nebenquests, wo es einfach nur darum geht, ja, bring mir das und kriegst das dafür. Und das finde ich, ist storytechnisch nicht gerade das Geilste. Da kann ich auch irgendein Survival-Spiel spielen. Wenn ich irgendwie was sammeln wollte für irgendwas. Atmosphärenaustritt erfolgt. So ein atmosphärisch-storytechnisches Spiel ist für mich eine gute Story und ein gutes Gameplay. Was die Hauptstory mit sich bringt, aber die meisten Nebenquests leider nicht. Deswegen werden wir auf jeden Fall erstmal die Hauptstory verfolgen. Mal gucken. Wir hatten ja auch letztes Mal so eine E-Mail, dass irgendeine Reporterin mit uns sprechen wollte, ne? Das gab's ja auch. Oder? Das war doch auf der Nexus, oder? Rein theoretisch, glaube ja. Ich glaube ja. Vielleicht können wir die finden. Wahrscheinlich nicht auf der Karte angezeigt werden, so wie ich das kenne. Ich finde, die Karte ist wirklich ein großes Manko. Das könnten sie noch verbessern. Die Karte ist sehr unübersichtlich. Du weißt nie wirklich, was ist jetzt eine Quest, was ist nur ein Standort, weil das alles... Okay, es sieht schon alles unterschiedlich aus, aber es sieht schon sehr ähnlich aus. Und das ist meiner Meinung nach ein bisschen doof. Bevor wir mit der Besprechung beginnen, möchte ich PB und Drag noch ihre Quartiere zuweisen. Ich habe meinen Rucksack schon in die Küche gestellt. Ich würde gerne dort bleiben, falls das okay ist. Und ich bin in einer der Rettungskapseln. Das ist mehr mein Ding. Das ist fantastisch. Willkommen an Bord. Irgendwelche Anmerkungen, Ryder? Soll mir recht sein. Fragen Sie künftig vorher. Nee, soll mir recht sein. Passt schon. Wir sind Abenteurer. Solange sich das Team wohlfühlt, ist mir alles recht. Eben. Reden wir über unseren Erfolg auf Eos. Wir haben unseren ersten richtigen Außenposten errichtet und darüber hinaus noch mehr geleistet. Wir haben die Relikte entdeckt und sind in ihr Gewölbe eingedrungen. Und wurden nicht getötet. Haben die Strahlenkrankheit überwunden. Sogar mehrfach. Und sind nicht gestorben. Wurden an jeder Ecke von Cat angegriffen. Und wurden wieder nicht getötet. Sie sollten die Messlatte für das, was als Erfolg gilt, wirklich etwas höher legen. Sollen wir vielleicht die kroganische Definition von Erfolg nehmen, durch die ihre Heimatwelt von ihren eigenen Leuten zerbombt wurde? Auch wieder wahr. Konzentrieren wir uns auf die aktuelle Aufgabe, den Blick nach vorne. Genau. Ich habe dazu nur eine Frage. Wann greifen wir das nächste Gewölbe an? Es sah aktiv aus. Wir müssen handeln. Langsam, langsam. Wir dürfen keinesfalls vorschnell handeln. Die Initiative hat Prioritäten. Das Team bestimmt, was gemacht wird. Genau genommen bestimmt der Pathfinder, was gemacht wird. Nur damit das klar ist. Also, was brauchen Sie von uns, Ryder? Kommen Sie miteinander aus? Ja, wenn das Team zusammenhält und wir wirklich eine Einheit bilden sollen, dann müssen wir miteinander auskommen.
Wir sind ein Team, wir sind eine Crew. Lassen Sie uns einander freundlich behandeln und Vertrauen geben. In dieser Hölle eine Heimat für Zehntausende zu finden, ist stressig genug. Auch ohne Probleme miteinander. Verstanden, Boss. Krogana sind bekannt dafür, gut mit anderen auszukommen. Aber nicht für ihre Bescheidenheit oder ihre präzise Selbsteinschätzung. Okay, zurück auf die Nexus. PB, Drac, lassen Sie sich von Lexi durchchecken. Gute Besprechung. Ohne Scheiß, ich mag Drax, aber sowas von. Ich bin so ein Krogana-Freund, was das angeht. Ich liebe ihn. Also, auf eine freundschaftliche Art und Weise, ne? Das ist jetzt klar, ne? Was ist das hier? Mhm. Keine Kontaktoptionen, alles klar. Sind wir hier? Küche, wenn Sie mal Zeit haben. Ja, können wir auf jeden Fall einrichten. Aber wo bin ich hier gerade? Das ist nicht die... Das ist nicht die Tempest, oder? Oder wo sind wir jetzt genau? Doch, das ist die Tempest. Doch, das ist die Tempest. Okay, nur letztens war es hell und deswegen... Was ist das hier? Nein. Nein, wir wollen keine Einsatztermine oder so. Einsatzteams. Wieso reagiert das Spiel gerade nicht? Hallo? Jetzt. Ach so, ich krieg hier ein Tutorial. Warum krieg ich hier ein Tutorial? Ohne Scheiß, nein. So. Das wird doch kein Tutorial. Haben wir das Tutorial damals nicht ausgeschalten? So. Sind wir jetzt eigentlich schon auf Nexus angedockt? Ja, ne? Nein, sind wir nicht. Wir sind noch im Deep Space quasi. Wir haben uns seit der Einweisung nicht mehr richtig unterhalten, oder? Ja. Nein, alles war so hektisch. Aber ich bin mir sicher, bald wird es wieder ruhiger. Schlimmer als auf der Nexus kann es ja nicht sein. Ja, wir werden auf jeden Fall mit beiden nochmal reden. Wir werden auf jeden Fall mit der ganzen Crew nochmal reden, weil ich finde, die Entwicklung der Crew ist so ziemlich neben der Hauptstory das Spannendste. Und ja, das sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, denn diese Folge soll endlich mal zum Ende kommen. Wir sind schon wieder bei fast bei 20 Minuten. Ach, ich muss die Folge kürzer gestalten. Mann, ja, Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst eine kleine Bewertung da und noch ein nettes kleines Kommentar. Leute, ciao! Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all.